Oh. Da hab ich. Hab ich gerade nicht ganz gesehen, was er gemacht hat. Geht's dir nicht so gut? Aha. Habt ihr auch Gefühle wie richtige Menschen, ja? Ist ja ein Ding. Oder waren die das hier gewesen? Weiß man nicht so genau. Hier sind aber eine ganze Menge gefangene Leute und Dode. Ah, da ist doch noch was. Oh, und ich kann nicht laufen. Ich muss hier echt lang stolzieren. Ich meine, ich sehe das schon speziell aus. Ich habe ja offenbar eine andere Rüstung als die. Ich habe ja eigentlich das, was der Chef von ihnen hat, an. Dass das irgendwie auffällt und irgendwie dann... Keine Ahnung. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Was er durchmarschieren kann. Naja. Ja, und ich mach da nichts gegen, ne? Okay, passiert noch was? Nein. Die dürfen offenbar leben. Da muss ich lang, dann gehe ich da nicht hin. Dann gehe ich hier zu Monolithen hin. Ja, ist klar. Ich lese mal eben ein bisschen, ne? Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Hier werden es schon ein bisschen förmlicher, die Typen, mit weniger Rüstung und mehr Offenheit in der Kleidung. Okay, whatever, ich gehe trotzdem hier lang. Lalala, lalala. Ich bin ganz vorsichtig, geht's in die... Achso, hier bin ich gerade. Da geht's in diese Richtung, aber je nach... Na gut. Echt eine ganze Menge Leute hier. Ihr seid hier die Edelleute oder was? Was für eine krasse Frisur. Damit alles wegfrisiert und der Rest. Was zum Teufel? Ist doch was anderes, ne? Das ist schon eher normal dagegen. Er hat eine lustige Frisur auch. So eine Art Hut. Hut aus Haaren. Und ein Basislager gibt es ja natürlich auch, ist ganz klar. Dominguez hat Honoratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Schon wieder drei Punkte? Was zum Teufel? Was für ein Chaos. Wo kommen die her? Schon wieder. Herausforderungsobjekt, okay. Halt länger an, das finde ich gut. Mache ich auch. Ja. Ich bin ja auch hier schon ziemlich durch, letztendlich. Hätte ich sag mal, gegrindet und absichtlich Tiere und sowas, keine Ahnung, abgeschlachtet und XP gesammelt auf on purpose, also absichtlich, völlig absichtlich, wäre ich ja auch schon halbwegs durch, nehme ich an. Also auch das deutet auf ein relativ baldiges Ende hin. Das ist aktuell schwer zu sagen, wir werden es ja bald erfahren. Habe ich nicht gerade gemacht, dass meine Sachen länger zu sehen sind, wenn ich auch aus dem Modus raus bin? Macht nämlich gerade nicht den Anschein. Naja. Dich kenne ich. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, erkannt. In dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Du. Du was? Oh, Nebenmission? Achso, es ist jetzt bestimmt die, was er gerade gesagt hat, ne? Ja. Machen wir das doch noch fix vorher, ne? Dafür habe ich nicht genug Platz. Ist nicht so schlimm. Mädchen, geh weg von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Komme ich da ran? Oh,
Vögelchen. Wow, ein großes Vögelchen. Merkt ja keiner, was ich hier mache, ne? Ich brauche Hilfe. Kannst du mir helfen? Nee? Beschäftigt, ne? Na gut, okay. Kann ich verstehen. Gib mal her. Und wie komme ich da jetzt ran, bitte? Scheint jetzt nicht so ganz einfach zu... Ach, guck mal. Gesprächsoption. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Tja. Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Tja, ja. Ja, aber auch das hilft mir nicht weiter, da vorne ranzukommen, tatsächlich. Ach, guck mal. Lauter grüne Leute hier. Hallo. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Ja. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Also erstmal sichern irgendwie. Wie sichern wir das Ganze? Und du auch. Hallo? Jetzt. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Ja. Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Hä? Und jetzt auch noch was? Warum hat der Diener ins Horn? Ich kann das nicht. Bestimmt einen Grund, aber ich will den Gefangenen Wasser sehen. Bei allem Respekt. Sehen doch schon, da vorne. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Okay, ist ja gut. So, nochmal ans Horn tuten, bitte. Das irritiert ihn nämlich total. Finde ich gut. Soll ich zum Gebet rufen? Noch nicht. Noch nicht? Wieso nicht? Vergib mir, Au, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt, nicht nur Rebellen, dass ich, naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen, die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Zum Glück haben wir auf der Welt immer noch Völker, die Leute opfern... Damit die Sonne nicht kaputt geht, weil sonst wäre die Sonne schon längst erloschen. Jawohl, das sag ich euch. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Au. Ab geht's. Instrumente ist auch toll. Ich sehe eine Trommelvariante. Sehr interessantes Gerät. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Bestimmt. So, komm, ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Du bist hier schick. Schnell, ich öffne die Tür. Los. Was, das war's schon? Oh, das war jetzt aber enttäuschend. Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Ist egal, hast du eben auch schon gemacht. Hä? Hä, ging doch eben auch noch. Moment. Genug gebetet für den Moment. Aha. Bitte blas ins Horn. Natürlich. So, das dazu. Jetzt bist du dran. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Und jetzt? Es gibt bestimmt einen Grund. Willst du immer noch helfen? Ja, sobald die Wachen weg sind. Die gehen doch jetzt auch. Geht. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, was du zu tun hast. Die sind weg. Dafür, dass alle ruhig bleiben. Komm. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Ja, richtig. Und die andere auch. Komm. Beeilung. Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja. Schneller! Das müsste klappen.
Und dieses Adler hier? Los! Ich mach immer gar nichts, ne? Danke! Was willst du, Priester? Dich töten! Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Oh oh. Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Na wie denn? Hier ist noch nichts zum Gehen. Tür ist zu. Ah, toll. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist lustig. Du bist die Fremde, die bei Unurato in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Ich war dumm und unvorsichtig, blind vor Rache. Das weiß ich jetzt. Ich habe alle gefährdet, sogar meine süße Kayara. Eine Tochter braucht ihren Vater. Mehr als du Rache brauchst. Das ist wohl wahr. Danke. Ja, zum Glück ist hier eine Wand, die ich von innen, aber nicht von außen kaputt machen kann. Das ganze Toruba-Borub hätte ich mir auch sparen können eigentlich, wenn ich einfach von außen ran gegangen wäre, von irgendwo. Vor allem... Das ist die alte Kaserne. Die Tür geht erstmal zu. Und ich finde schon einen Weg raus. Also normal gäbe es da keinen Weg raus. Das ist ziemlich sicher schon mal. Naja. So, und jetzt sind wir... Natürlich. Wäre ja auch zu leicht, ne? Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Klar. Aber easy sogar. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Mehr Ressourcen von Tieren. Schön. Papa. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Jetzt haut ab, ganz schnell. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Ob er einfach so rauskommt jetzt? Ich weiß ja nicht. Es sieht ja schon so aus, als wenn er hier sein sollte, ne? Wenn er jetzt durch die Haupttore spaziert. Könnte das auffallen und missfallen und entsprechend, ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert. Ich lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bezweifle es trotzdem. Stark. Sehr stark. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Das ist ja sehr ulkig. Vor allem, wieso Trinity gestohlen? Ich denke, der Anführer von Trinity ist auch deren Anführer. Also müssten die in Verbindung sein. Oder hat er erst Trinity verraten? Habe ich da jetzt was verpasst? Vergessen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, du hast recht. Und nicht so viel auf einmal. Oh. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das war nicht ein geheimer Eingang ist hier. Und ich bin drin. Aha. Bam, 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 bam. Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. Ganz schön rätselhaft. Was das wohl bedeuten soll? Nichts. Und es wird auch garantiert nicht irgendwie geklärt werden im Spielverlauf. Ich voll sicher. Die Verfasser dieses Berichts glaubten, dass unter Paititi Geschöpfe leben, die man die Jaxil nennt. Diesen Aufzeichnungen zufolge sind sie zu Zeiten astrologischer Ereignisse am stärksten, was sich mit den Legenden deckt. Dass sie aber angeblich auch Menschen angreifen und sich von ihnen ernähren, wird in den Geschichten normalerweise nicht erwähnt. Soweit es sich nach dieser Beschreibung sagen lässt, war die Kreatur, der ich in Kuvak Yaku begegnet bin, eine dieser Jaxil. Die Kreatur? Wir haben einige gesehen. Nur mal so. Dadam. Hä? Ach, du Kacke. Das ist ja einiges. Vor allem geht's auch mal da nochmal nach rechts lang irgendwie. Wie wir gerade sehen, ich bin da doch nicht mehr hier. Ich bin auch in einem größeren Teil. Das ist auch schon neu. Tja, was da aber noch alles im Nebel liegt. Aber auch der Karte nach bin ich ja wirklich schon sehr dicht vor Vervollständigung von allem, ne? Ich meine, Ich glaube nicht, dass da noch eine dritte Karte kommt.
Auch wenn es cool wäre, aber ich bezweifle es sehr stark. Und außer, dass man vielleicht noch irgendwie in das Vulkangebiet kommt. Was ich aber gar nicht unbedingt glaube. Tja, also ich denke mal, hier kommt nicht mehr so viel. Gibt aber nicht mehr viel Platz für irgendwelche Erfolge, irgendwelche unbekannten Orte, die ich noch nicht kenne und keine Ahnung was alles. Das Spiel dürfte tatsächlich storymäßig relativ kurz vor Ende stehen. Will nicht sagen unmittelbar, aber relativ kurz halt. Also allzu lange Spielzeit wird nicht mehr da sein. Davon gehe ich auch mal stark aus. Ach, gerne. Wie kann ich dir helfen, Lara? Alles steht zum Verkauf. Woher du weißt, wer ich bin? Rimax Trommel. Weil du bist. Verstehe. Ich habe das Geld, was soll's. Ja. Ein gutes Geschäft. Auch dafür habe ich das Geld, also was soll's. So. Was? Ich habe schon wieder... Wo kommt das ganze Geld einmal schon wieder her? Was? 20? Ich hatte vor allem 90? Jetzt kann ich 90 davon tragen. Aber bitteschön. Ein gutes Geschäft. Bitteschön, bitteschön. Danke. Danke auch, ja. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Die Trommel hätte ich ganz gerne. Komm, aufknacken. Achso. Gedrückert halten. Klack. Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Ich würde sagen, das ist eine Art Ganesha. Kling, kling. Ach, jetzt sehe ich das ein Ohr. Das ist eher eine Niete. Ja, kling. Das ist so blöd, dem Suchen. Für einen blöden Satz, der letztendlich nichts bringt. Komm schon. Ranzoomen vielleicht? Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Toll. Ja, ich sag ja. Absolut nichts Relevantes für mich. So, liebe Leute, für heute sollte es gewesen sein mit Shadow of the Tomb Raider. Ich wollte schon wieder Rise sagen, aber es ist ja falsch. Und, ja, mal schauen. Vielleicht gibt es die nächsten Tage oder gab es letzten Tage aus eurer Sicht jetzt ja tatsächlich ein paar mehr Folgen wieder von allem drum und dran. Auch natürlich Vampir und Divinity Original Sin 2. Das wäre auch mal ganz nett. Da habe ich ja noch geil weiter gemacht, außer der ersten Folge. Oh, aber naja. Wir sehen uns also. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es noch nicht der Fall ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.